Neues von Juicy Fields. Wie ihr es auf diesem Kanal kennt, gebe ich euch mal wieder ein Update, was es Neues bei Juicy Fields gibt. Und damit herzlich willkommen bei einem Krypto-Westfale-Video. Bevor wir in das eigentliche Video gehen, ganz kurz der Disclaimer. Lest euch das hier durch, stoppt das Video gerne hier, dann sind wir rechtlich safe. Und ganz wichtig, wenn du Juicy Fields Updates nicht verpassen möchtest, abonnier bitte diesen Kanal, lass den Daumen nach oben, aktivier die Glocke und damit supportest du mich wirklich ungemein. Also, Juicy Fields. Und zwar gibt es jetzt hier von der Deutschen Welle eine Podcast-Serie, die sich Cannabis Cowboys nennt. Und ja, da wird so die ganze Juicy Fields-Story so ein bisschen aufgerollt. Ist sehr interessant, lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Es gibt ständig neue Episoden. Und wenn man irgendwie in den Juicy Fields-Fall, wenn man es so möchte, involviert ist, kann man sich auch hier unter dieser E-Mail-Adresse an die Deutsche Welle wenden und da ja, seine Infos und seine Meinungen, seine Informationen, was auch immer, hinschicken. Das Ganze ist auf Englisch, ist aber jetzt kein wahnsinnig kompliziertes Englisch, also kann man sich wirklich sehr gut anhören. Und ja, es ist schon wild, was da erzählt wird. Also da ist wirklich alles bei russische Mafia, kolumbianische Mafia, Serienstraftäter, Fake-Adlige, also alles, was man sich so vorstellen kann, kommt hier tatsächlich auch vor. Wirklich eine wilde Geschichte, aber naja, wenn man da kein Geld verloren hat, ist es einfach unterhaltsam. Wenn man Geld verloren hat, ist es sicherlich ganz interessant, zumindest mal ein bisschen was über die Hintergründe zu erfahren. Wie sehr das alles stimmt und wie sehr da Meinung versus Fakten drin ist, kann ich nicht beurteilen. Da sollte sich jeder sein eigenes Bild drüber machen. Deutsche Welle ist natürlich erstmal ein seriöser Anbieter. Nichtsdestotrotz, wer die häufiger hört, weiß auch, dass da viel Meinungsmache bei ist. Wie immer in den Medien, wie auch in einem YouTube-Video. Also man sollte nichts für bare Münze nehmen, sondern es einfach verwenden, um seine eigene Meinung zu bilden. Es sind sicherlich ein paar Aspekte dabei, die spannend sind. Okay, das wäre mal vielleicht zu den Cannabis Cowboys. Da möchte ich ganz kurz auf ein Projekt hinweisen, was ich vor ein paar Tagen vorgestellt habe, und das ist hier Tapestry. Wenn ihr das noch nicht kennt, checkt das auf jeden Fall aus. Das ist insofern ganz spannend und ich verlinke das hier natürlich auch, weil man hier einfach für seine Geolocation-Daten bezahlt wird. Und das funktioniert, die Bezahlung ist okay, man kann damit 20, 25 Dollar pro Monat verdienen. Es werden wirklich nur die Location-Daten abgefragt. Ich erzähle das detailliert hier in dem Video, also schaut euch das gerne mal an, ich verlinke es hier auch. Ja, und dann nochmal zurück zu Juicy Fields. Was es da noch Neues gibt, ist, da gibt es mal wieder Newsletter. Die haben jetzt tatsächlich einen Juicy Fields Store eröffnet, wo man bestimmte Produkte kaufen kann. Ja, das wird hier so ein bisschen beschrieben und wir können auch mal in die Homepage reingehen, da sieht man das auch. Ja, Store ist existent. Wer da jetzt wirklich was kauft, keine Ahnung. Ob das hochqualitative Produkte sind oder nicht, kann ich auch nicht beurteilen. Aber gut, der Store ist da, was auch immer das bedeuten mag. Bisschen wild ist auch hier, wenn man für 1.000 Euro ordert, gibt es das Zeug ohne Lieferkosten. Also ich weiß jetzt nicht, wer da für 1.000 Euro Cannabis-Produkte ordert, aber sei es drum. Ja, dann gibt es hier ein Update über den Staff. Das heißt, die hatten ja vor einiger Zeit ein Announcement, dass sie Leute rekrutieren, Leute suchen. Scheinbar haben sie einen CMO, den man, das steht hier für Chief Marketing Officer, rekrutiert. Und ja, expandieren da offensichtlich. Und das Letzte ist, dass es das Ganze jetzt auch in griechischer Sprache gibt. Auch das können wir kurz überprüfen, wen es denn interessiert. Ja, genau, geht jetzt halt auch auf Griechisch. Ja, gut, ob das wichtig ist oder nicht, kann auch jeder für sich beurteilen. Okay, das wollte ich euch kurz zeigen. Das war es Neues von Juicy Fields. Highlight sind sicherlich die Cannabis Cowboys. Schaut da gerne mal rein. Und wie gesagt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen, würde meinen Kanal pushen und mir ein bisschen helfen. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.